Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Marsch. Ja, ist soweit. Die Rübenernte kann beginnen. Hoffe, das funktioniert, ne? Also da steht schon ganze Weile hier. Also die richtige Arbeitsbreite. Na ja, gut. Ist ja nur ein Feld, aber ist halt angekommen, gut. Weil ich muss nämlich auch ausklappen. Nee, X. Das meint er mit ausklappen, okay. Ja, ist ja nur ein Feld. Ich werde zum Lager transportieren erstmal und dann entscheiden, wo es dann gebraucht wird. Das ist ja so. Normalerweise werden die ja eingelagert im Feld, ne? Und dann geht es ja praktisch ja die Ernte geht schon mal, dann geht es ja ja entsprechend zur ja, Zuckerproduktion, ne? Also Tierfutter eher nicht, weil das eher die Abfälle dafür genommen werden, ne? Deswegen werden wir es eher doch vielleicht sogar habe ich fahren. Was logisch her. Anhänger sind da, ich baue nur einen Traktor. Erster Weg kommt, kein Kurs. Ja, 4 Meter ist halt so. Vorgewinde 20. Ja, das macht sie ganz gut, wenn sie immer schön im Kreis fahren können, ne? So, erster Wegpunkt. Das kriegt CP ganz gut hin. Ich werde gleich den anderen Traktor mit zum Hof fahren. Und dann den anderen Traktor wieder wegräumen. Da werden wir auch einen Steinesammelwald beginnen. Und hier wird halt ja, überall noch Dünger, also mit. Da wird jetzt mit GRS dann nichts, das ist einfach zu wenig, das ist. Das kriege ich gar nicht so schnell hergestellt oder als Abfallprodukt mehr oder weniger von der WGH, wie ich das brauchen könnte. Ne? Machst du die höhere Geschwindigkeit, dann hast du ja zwar mehr produziert, aber dafür ist auch die Zeit näher, das Zeitfenster zum Düngen auch vorbei. Unter Umständen. Das ist halt immer irgendwo ein Kompromiss. Letztendlich ist das so, wenn wir jetzt den ganzen Halbjahr im Winter die BGH betreiben, bekommen wir auch wieder Gärreste voll und dann spätestens im Frühling haben wir wieder genug davon Zeug und dann können wir die ganzen Wiesen, die wir dann geerntet haben, wieder mit dem düngen. Ne? Das geht ja so ganz gut. Ist im Grunde Quatsch, das Zeug zu nehmen und darauf Dünger herzustellen und dann nachher ja, wir können es auch direkt draufbringen, ne? Weil im Grunde ist das Quatsch, das Gärreste zu düngen. Du kannst zwar das Wasser verdunsten lassen und das Substrat nehmen, also den festen Stoff. Das ginge auch. Man könnte es auch in Pellets pressen, ne? Theoretisch, dann wäre das organisch auch so wie flüssig halt, ne? Nur ist der Arbeitsaufwand und der Energieaufwand sicherlich dafür zu hoch, um das trocken zu machen und ja, dann Granulat zu machen und so. Ist immer eine Kostenfrage, ne? Aber der Traktor wäre dafür zu schade. Man könnte eher noch einen zweiten Düngersteuer aktivieren. Also, weil er den Sensor dran hat, ne? Aber ich brauche eine Pflegebereifung. Für gewisse Felder brauche ich Pflegebereifung. Mal schauen. Eigentlich habe ich dafür einen da. Aber schon eine Weile her. Und Korb bekämpfen muss ich auch noch. Ja, oh ja, Schweine, genau. Schweine könnten auch zum Schlachthof. Die Samen jedenfalls. Die werden wir verkaufen. Die sind manchmal alt. Dreivierteljahr muss reichen. Wollte ich mal einen Probeverkauf machen. So. Den können wir mal hier stehen lassen.
Den Fan können wir auf jeden Fall nehmen fürs Wegfahren der Rüben, ne? Vier Traktoren sind ja in Beschlag mit Hackmütze. Die könnt ihr bei Gelegenheit noch hinfahren lassen und dann den Rest noch entfernen, was noch steht. Aber alles zu seiner Zeit. Die haben eigentlich genug. Ist nicht so dramatisch. Also irgendein Fahrzeug hat Pflegebereich, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist ein Messer Ferguson. Oder geht ein Fendt. Ich möchte mir jetzt aber keinen weiteren Traktor kaufen. Ich habe mehr als genug. Fahr nicht um. So, fahren wir rüber und nehmen die Anhänger, die da sind, ne? So. Ups. Ja, Düngersteuer haben wir garantiert noch ein, zwei und dann müssen wir gucken, dass wir einen Düngersteuer auf Pflegebereifung machen und dann nachher auch einige Felder nachdüngen. Also ich glaube, da kann noch einiges drauf. In der ersten Runde wäre es praktisch, wenn ich auch alleine abfahren würde. Ne? Das wäre jetzt wäre sicherlich für heute. Ganz gut. Der müsste auch nach Hause, der Kollege. Ja, Treibhäuser aufstellen nachher. Ballen pressen noch, die Ballen wegräumen. Und vielleicht noch mal einen Anhänger Ballen verkaufen und für das Geld den Treibhäuser bauen, aufstellen und die erstmal betreiben und dass wir da immer anfangen, das Gemüse anzubauen, was wir da herstellen können. Plantagen für Obst. Fahre ich hier richtig? Ja. Ja, genau. Muss ich kurz überlegen. Ja, und dann mal schauen. Erstmal Abend essen und dann geht nachher. Ja, mal schauen. Oder ja, mal schauen. Noch keinen genauen Plan. 18 Uhr. Ja, passt genau. Ich habe immer ungefähr einen Zeitplan, wie ich das machen möchte. Damit es immer am Ende so ist, dass man rechtzeitig auch alles fertig hat. Man zur Not in der Woche sagen kann, ja, mach's mal einen Tag nichts, das geht auch. Bei Icarus will ich mal gucken. Da bereite ich was vor. Dass ich da Stand heute auf Olympus mal das so mache wie bei der neuen Karte. Da sind ja viele Missionen, die ich noch nicht gemacht habe. Aus zeitlichen Gründen ist das zu hoch. Oder so, das hat noch so tief. Das ist jetzt ungünstig, ne? Wenn wir mal auch paar, also von hinten anfahren. So richtig gerade. In echt wird es hier auch nicht funktionieren, ne? Wenn es runterdrücken müsste. Was würde man da tun? Ja. Abschleppseil und dann rausziehen, würde ich behaupten. Das würde dann gehen, wenn das ein Loch wäre, ne? Ich glaube, das ist ein Loch sogar. Ja, Seil durch und dann
Leere Hängen geht ja einigermaßen. Natürlich mal die Gefahr, dass sie reißt, ne? Oder mit einem Schäkel und Drahtseil, das würde auch gehen. Das würde einiges ziehen können. Eine Kette ist mehr gefährlich. Gibt ja den Spruch, die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Und das erste Glied muss alle anderen Ketten, wenn es hängt, auch noch tragen. Ne? Beim Anker ist halt so. Deswegen ist eine Kette von der Belastbarkeit Grenzen gesetzt. Aber wiederum Drahtseil wird nicht funktionieren auf dem Schiff als Anker. Das würde sich verheddern, glaube ich. Oder zerfranzen oder keine Ahnung. Meerwasser ist zu aggressiv. Hier muss ich näher. Oh, hier muss ich näher. Mal gucken, wie wir am besten fahren. Ja, er hat aber freundlicherweise wieder Chance gelassen. Hier musst du im Grunde selber fahren, das ist in die erste Runde. Ich kann da nebenbei einstellen für Zucker, habe ich. Ach, ja. Weil der fertig ist. Geht ja einiges raus, ne? 45.000 ist schon heftig, ne? Da oben ist es leichter. So. Richten es ein, ne? Drescher-Symbol. So. Randfeld 80. Ist alles, wenn man was macht, immer eine Routine irgendwo. Da weiß man Bescheid. So, abladen. Ja, dann müsste ich gucken. Wie ist das programmiert und wo? Produktion. Malz, Sägewerk, Diesel, Parameter, Kompost, Sägewerk. Zellschaurig. Nicht drin. Dann ist es bei Standard. Dann könnt ihr auch gleich mal gucken, ob ich das verschieben kann. Brauerei, die Luftkuster. Im Grunde muss man mal versuchen, dass man das irgendwie das gleich sortiert. Ne? Klingt immer so einfach, aber bei Produktion reingehen, ne? Auf. Ist immer eine Frage der, wenn wir so machen, ne? Geht das. Der mit dem Mausrad drehen, das ist ein bisschen blöd. Bei Produktion drinne. So. Dann brauchen wir nicht lange suchen. Ist halt so, ne? Das ist eine Frage der des Wollens, ne? Nicht das Können, des Wollens. Der hintere ist mit Y, da geht's auch. Da muss man den Hänger nicht umbauen, ne? Also mit G. Ja, so ein Fendt ist schon was Schönes. Hat eine 1050er. Ja. Weil er auf der Straße entsprechend die Geschwindigkeit packt. Ne? Obwohl hinten Last dran ist. Ne? Von 40 Tonnen aktuell. Zuckerrüben sind schwer. Nächstes Jahr schauen, mal schauen, andere Felder für nehmen. Mal gucken, ob das hier mal so reicht. Das eine Feld.
Und dann mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir ein bisschen mehr haben vielleicht. Bei Terra Life wäre sowas wie Zuckerrohr nicht möglich oder Baumwolle. Das wird ja wirklich nur das genommen, was in der Region auch wachsen könnte. Zuckerrohr wächst nun mal auf Kuba, Mittelamerika, Brasilien ganz viel, ne? Wir haben das Klima hier nicht. Das ist einfach, im Winter ist kalt und die mögen keinen Frost. Ich glaube, eine zweijährige Pflanze, ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls würden die das nicht vertragen. Baumwolle wächst hier in den USA noch, in Mississippi oder so, da auch noch, aber. Also im St. Louis da um die Ecke. Auch eher im Süden Richtung Mexiko. Baumwolle ist ja eine Pflanze, die eigentlich im Wachstum viel Wasser braucht und dann nachher recht trocken stehen muss. Deswegen wächst halt ja auch ganz gut in Ägypten oder hier in Staaten Usbekistan da um die Ecke. Aber da muss es bewässert werden, das ist immer so ganz schwierig, wenn du kein Wasser hast, ne? Den einen See haben sie damals auch fast leer gemacht. Und bewässern ist auch ein Problem, wenn irgendwann der Boden versalzt. Ne? Also wenn jetzt durch die Verdunstung bleibt ja immer was zurück. Oder aus der Erde raus oder ja, aus dem See ist was drin, Mineralien und so. Ne? Und das wird nach und nach salzig. Ist ja halt so. Das ist Bewässerung nur begrenzt. Nicht möglich, aber hat seine Grenzen halt. Da muss der Pflanzen anbauen, die praktisch wenig Wasser brauchen, dann geht es einigermaßen. Aber was wasserintensiv ist, ist ungünstig. Also Gemüse ist fehlanzeigt, ne? Weiß ich, was jetzt Pflanzen da wenig brauchen, aber. Also Reis würde ich in der Wüste nicht anbauen, ne? Ich glaube, hier in Saudi-Arabien haben sie ganze Kuhplantagen, kann man sagen, ne? Also riesige Kuhställe mit Klimaanlagen natürlich, aber sonst geht es ja gar nicht. Ne? Die Kühe kriegen ja dann eine Meise. Also die mögen das nicht so heiß. Aber das ist auch futtermäßig, da wird alles bewässert, das geht nicht anders. Kühe brauchen viel Futter. Ist halt so. Ja, schon, das soll schon vorher gewesen sein. Ja, schönen Dank, dass Sie reinschauen. Ich wünsche allen schönen Sonntag und schönen Wochenstart nächste Woche. Tschüss.